in der letzten Episode. Die Dose schon auf 1% runter. Wow. Das heißt, wir halten kaputt Gipfelbrause. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 89. Ja, inzwischen sind wir warm. Das war aber auch in der letzten Episode schon so. Da liegt unser Stuff, den wir jetzt erstmal nicht mitnehmen. Wir haben 40,93 Kilo. Und bevor wir losziehen, wollte ich noch eines eintragen in das Journal. Beobachtungen, genau. Das, und zwar haben wir Bärenfell zu, das war glaube ich diese McKinnon-Jacke. 20% Unterschied, nur dass wir das mal wissen. Genau, ist die McKinnon hier. 1979, weil das wollte ich ja nochmal beobachten. Deswegen haben wir das ja eigentlich auch gemacht mit den ganzen Tierhäuten, weil ich das Gefühl hatte, die Stoffkleidung geht zu schnell kaputt. Soll ich nochmal Stöcke mitnehmen? Wie viel haben wir dabei? 25 ist halt nicht so extrem viel. Klar, das auf gerade oder war das gerade neblig? Ich weiß ja nicht, ob er sich den Zwischenstand merkt. Also ich kann mir eher vorstellen, dass es neblig wird, weil wir hatten ja Sonne. Ja, wir müssen jetzt einen Bogen laufen. Ich würde ja eigentlich, naja gut, man könnte da über den Felsen, den zweiten da, könnte man drüber. Nur leider haben wir ja da in der letzten Folge Wölfe gesehen. Ja, und das ist ja da nicht so prickelnd. Also will ich mich jetzt nicht unbedingt auseinandersetzen, vor allem wo wir ja auch, ich sage mal, ja, wahrscheinlich nur noch bei 75% stehen, schätze ich mal. Ein bisschen mehr vielleicht, aber so in der Richtung. Also ein Viertel haben wir schon verloren und wir brauchen schon eine relativ gute Nacht. Und ihr seht ja, wie fit wir sind. Tja. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen in das Marschland laufen. Ja, das, ich hab nochmal nachgeschaut, weil mich das dann doch interessiert hatte. Was heißt ein Muskeg eigentlich? Das heißt ja Forlorn Muskeg im Original. Und das heißt einfach nur verlassenes Sumpfgebiet. Und Muskeg ist wohl ein Name für dieses Sumpfgebiet in Nordamerika. Also ein Nordamerika-spezifischer Ausdruck. Das heißt, wie sie so schön, wie ich es gelesen habe, im sibirischen Nordamerika. Ja, ja, subarktisch sozusagen. Ja, es ist natürlich jetzt inzwischen total neblig. Sieht man die Wölfe? Wahrscheinlich nicht. Das Lustige ist, wenn ich es am Bildschirmrand mache, sieht man das relativ klar. Aber inzwischen weiß ich auch nicht mehr, wo die Wölfe genau waren. Huch, was ist mit dem Rennkreisel los? Hä? Ja, es gab ein Update. Nicht sehr groß. Naja, was heißt nicht sehr groß? Ist dadurch, dass es halt kompiliert ist, schon relativ groß. Also es waren fast 500 Megabyte. Und es waren halt extrem viele Fixes. Also es war jetzt kein Update im Sinne von, es gibt was Neues oder so. Also im höchsten im Sinne von neuen Bugs. Wie man ja gerade beim Rennkreisel gesehen hat. Ja. Naja. So ist das halt bei Hinterland. So. Genau, da haben wir die zerfallenen Hütten. Wir müssen natürlich noch ein bisschen weiter ausholen. Weil ich jetzt nicht weiß, ob die Wölfe davor... Die waren aber, glaube ich, davor zugange. Ich sehe sie nur nicht mehr. Die Frage ist, werden die halt wieder reingeladen? Die Wölfe. Das geladene Wölfe. Da ist übrigens das Versteck. Ich würde ja gerne mal unter die Steine da gucken. Da ist ja manches Mal ein Rucksack. Auch wenn es heißt, wahrscheinlich in dem Modus ein leerer. Aber momentan ist ja die Temperatur bei minus 6 Grad gefühlt. Also sehr mild. Und solange es jetzt nicht super suppig wird, sollte man das eigentlich ohne Probleme schaffen. Wir haben ja im Prinzip auch nur eine Stunde gewartet. Also wir haben jetzt nicht hier einen halben Tag verbracht. Ich wollte ja nur speichern. Ja, im Story-Modus kann man ja mit F5 speichern. Das ist ja gar kein Problem. Aber hier nicht. So, und apropos hier nicht. Ja, bevor wir hier nicht mehr sind... Hol mal lieber den Bogen raus. Ja, ich habe nochmal geschaut. Es hat mich einfach mal interessiert, wann eigentlich das sechste Leben in dieser Staffel, in dem wir uns ja jetzt befinden, gestartet haben. Das war Folge 26. Das ist krass. Wahrscheinlich sind wir hier durch. Ja, natürlich sind wir hier durch. Wir waren ja schon hier. Mhm.
Ja, es waren halt hauptsächlich so Bugfixes und zum größten Teil eigentlich den Story-Modus betreffend. Dass es da wohl ein paar Clippings gab und man wo irgendwo stecken bleiben konnte und keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie diese ganze Kollisionsgeschichte hier in diesem Spiel funktioniert. Funktioniert anscheinend nicht sehr sauber, wieso sie ja auch mit diesen unsichtbaren Mauern arbeiten. Etwas schräg kann natürlich sein, dass das noch aus den Anfangs, sozusagen ein Artefakt aus der Anfangszeit ist. Von der Entwicklung, dass sie gesagt haben, naja, das machen wir jetzt halt so weiter, weil wir wollen das jetzt nicht nochmal komplett überarbeiten. Ist das ein Schössling da ganz links oben in der Ecke? Das sieht doch aus wie ein Schössling. Könnte aber auch ein Ast sein. Wird man dann sehen, aber es sieht wirklich aus, als wären da jetzt keine Wölfe mehr. Doch, die sind gerade aufgetaucht. Die sind gerade gespawnt. Die sind zielstrebig in verschiedene Richtungen gegangen. Also heißt das, diesen Schössling werden wir nicht erreichen. Und ich frage mich außerdem noch, kommen wir dann überhaupt da durch? Oder? Das ist natürlich jetzt, da hat eine Krähen aufgetaucht, wunderschön. Da ist der eine Wolf, da ist der andere Wolf, okay. Na gut, ich meine, Eieiei, die kommen aber nah ran. Da müsste halt auf das kommt, dann könnte man darüber rennen. Das wäre kein Problem. Aber da müssen wir halt erstmal ausholen. Und das Problem ist, die Wölfe sind gerade sehr nah. So. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Birkenschössling da an der Stelle. Wird gut bewacht. Es sind drei Wölfe. Gut, unter den Umständen nichts. Komm, wir rennen mal ein Stück. Wir müssen echt was tun für unsere Fitness. Ja, leichter werden wir so natürlich auch nicht, das ist klar. Ja, ich weiß nicht, was sie da wieder Spezielles mit dem Rennkreisel gemacht haben. Das ist wieder eine ganz tolle Erfindung. Das ist halt so etwas, wo ich mich schon ein bisschen an den Kopf greife. Ich meine, ja, das Spiel ist wahrscheinlich sehr komplex. Und ja, die Bugfixes, sie haben die halt eingespielt und sie haben halt wahrscheinlich auch mal geguckt, ob die Bugfixes natürlich behoben sind, das ist klar. Aber ich schätze halt, dass sie jetzt nicht großartig da rumgetestet haben, so nach dem Motto, lass uns mal alle Spielfeatures austesten, weil das ist ja immer ein bisschen tricky, dann zu gucken, naja, funktioniert eigentlich noch der Rennkreis? Naja, wie ist das mit dem Kochen? Was ist, wenn ich Elchfleisch koche und solche Geschichten? Also es wird ja dann schon irgendwann auch sehr speziell. Da musst du ja dann doch irgendwann einen Cut machen und sagen, sorry, aber wir müssen das jetzt einfach mal rausbringen, damit wir da die dringendsten Probleme mal beheben. Ein Ding haben sie behoben. Sieht immer aus, als wäre es aufklären, aber es ist da, weil die Sonne da ist. Ja, ich zück hier mal den Bogen, weil da vorne sind, glaube ich, auch keine Wölfe. Ja, ich dachte, aber es waren nur Steine. Da vorne ist noch ein Ahornschössling. Na toll. Da. Also Ahornschösslinge gibt es meiner Meinung nach viel zu viele. So viel braucht kein Mensch. Ähnlich so ein Birkenschössling. Der gibt ja. So, ich ziehe gleich mal die Schuhe aus. Ja, wir haben sonst nichts, Gott sei Dank. So ein Birkenschössling gibt drei Pfeilschäfte. Und, also drei Pfeile. Oh, da ist ein Hirsch drauf. Das ist natürlich interessant. So, das heißt, du kannst damit drei Pfeile machen. Jeder Pfeil hält, wenn es gut läuft, fünf Schüsse. Das heißt, du hast aus einem Birkenschössling, sagen wir mal, 15 Schüsse. Mehr nicht. Wie viel ist da drin? Ich will's nur. Oh, 1,7 Kilo. Ich weiß halt noch nicht, ob der Weg frei ist. Dann könnte man das vielleicht sogar noch machen, weil 1,7 Kilo ist echt viel.
Vor allem, wir haben ja auch Level 5. Das heißt, wir kriegen ja noch extra Kalorien raus und Kadaver ausnehmen Level 5. Weiß ich natürlich jetzt nicht, sind es dann, wahrscheinlich sind es die 1,7 Kilo. Was ist denn los? Ja, es wird ein bisschen kalt, aber das ist auch alles. Also diese Kante. Achso, wir waren hier natürlich schon. Ja, natürlich. Das ist ja klar. Ich will nur mal gucken. Okay, wir haben ja nichts zurückgelassen. Alles klar. Nee, doch nicht. Lieber nicht. Halt die Klappe. So. Ja, ein bisschen ausknüppeln müssen wir sie natürlich schon. Weil das Problem einfach ist. Momentan ist die Temperatur auch gut, aber wir haben jetzt... Ach, wir haben auch nur 6 Streichhölzer. Ich weiß nicht, ob ich hier was zurückgelassen habe. Vermutlich nein. So wie ich mich kenne. Ich räume immer alles leer und nehme alles mit. Ohne darüber nachzudenken. Ja, man könnte das vielleicht auch nochmal für die Zukunft gebrauchen. Hallo. Ja. Ja, natürlich. Natürlich. Ist doch klar. Natürlich haben wir alles mitgenommen. Wie könnte es auch anders sein? Ja, da links ist auch noch ein Hirsch. Ja, das sind die Wölfe tatsächlich jetzt bei den... aber 3, das ist viel zu viel. 2 wäre schon knifflig genug gewesen. Und ja, ich weiß, im Schleichermodus... im Story-Modus war das jetzt nicht so dramatisch. Komm. Mit 3 Wölfen. Aber der Story-Modus ist, sag ich mal, sein eigener Schwierigkeitsgrad. Ja, in diesem, anscheinend haben sie in dem Story, für den Story-Modus auch geändert, dass die Wölfe in dem einfachsten Schwierigkeitsgrad nicht mehr so aggressiv sind. Weil es gab wohl Leute, die haben sich darüber beschwert. Ja, die haben die geändert, die haben die kleiner gemacht, die Schmiede, ist ja witzig. Ja, ob das witzig ist, das sei mal dahingestellt, aber es ist zumindest interessant. So, das herunter. Wir brauchen ein paar Stöcke. Also ich lege mal 25 ab. Nein, ich lege sie nicht ab. Das ist nämlich Quatsch. Ich lege sie da rein. Sonst ist das wieder so eine ewige Aufnehmerei. Okay. Ja. Sollen wir nochmal trinken? Wir trinken nochmal. So, dann werden wir das Wasser los. Ja, wir machen uns leicht. Den Hammer, den brauche ich jetzt erstmal nicht. Den Schlafsack, den brauche ich jetzt. Ja, die Schublade ist voll. Sehr schön. Habe ich den Schlafsack echt hierher mitgenommen? Wir haben doch diese. Ja, juhu. Ach, ja, natürlich. Aber so ist es halt. Wenn man nicht dran denkt, brauchen wir die Säge. Wir machen das wahrscheinlich mit der Hand. Okay. Stehen wir jetzt oder sind wir irgendwo drauf? Wahrscheinlich stehen wir. Wir sind größer geworden. So, dann haben wir noch ein bisschen anderen Stuff. Wir sind ja auch ein paar Gramm. Ist nicht viel, aber man muss ja nicht alles mitnehmen, was man dabei hat. 20 Kilo, echt. Na gut. Okay, alles klar. Auf geht's. Ich versuche auf dem Rückweg mit einer Fackel, das Feuer hierher zu bringen. Das ist so meine Hoffnung, dass das klappt. Dass wir da nur ein Streichholz jetzt erstmal verwenden, weil wir haben nur 6. Und durch den Umweg, den wir ja genommen haben, ist natürlich jetzt der Nebel da. Ich schätze, dass es wahrscheinlich so oder so nicht gereicht hätte. Weil wir waren ja vollgepackt. Hätte man es wahrscheinlich vorher wissen müssen, dass da Wölfe sind. Das weiß er natürlich nicht. Wenn es direkt angepackt hättest, dann hätte es vielleicht gerade geklappt. Aber so. Dann doch nicht. Ja, die Temperatur. Das ist nicht gut. Okay, komm. Fackel raus. Gedrückt halten. Ja. Ich will nicht wissen, wie viel Streichhölzer ich verschwendet habe. Das war nicht gerade wenig. Ja, gib Gas. Okay. Felle und Därme lasse ich jetzt zurück, weil das braucht man nicht. Das ist ganz einfach. Komm, hau drauf. Das kommt jetzt auf einen oder anderen mehr oder weniger jetzt nicht an. Ich brauche jetzt erstmal Temperatur.
Wir sind ganz, ganz knapp davor. Oh, schaffen wir es davor? Tja, wahrscheinlich nicht. Wir kriegen wahrscheinlich ganz kurz ein Unterkühlungsrisiko. Tja, da ist es. Da ist es. Lustig, die Anzeige kam erst, bevor das rot wurde. Naja, interessant. Ja, da ist auch schon wieder schon wieder ein bisschen verloren. Jetzt mal im Positiven. Jetzt müsste es im Nu wieder zurückgehen. Okay, das geht eine Stunde 14. Wir brauchen hier 17 Minuten. Soll ich nochmal Wasser kochen? Wahrscheinlich ist die Antwort ja. Für 17 Minuten, Entschuldigung. Warte mal, wir haben doch auch das Ding dabei. Dann machen wir da einen halben Liter rein. Warum startet das bei 0? Das verstehe ich ja nicht. Okay, wir kochen das auch direkt ab. Ach nee, wir brauchen 25 Minuten. Na, die Temperatur sinkt. Ja, die Temperatur sinkt halt schon wieder. Was willst du machen? Es wird halt kälter. Okay. Also, da... Was? Ach, ja, diese... Ja, ich bin es halt immer noch gewohnt. Warte mal, pack mal das da drauf. Nimm die Dose. Drop das ab. Nimm das auf. Leg's da drauf. Okay, wo stehen wir gefühlt? 1 Grad. Okay. 31, 26. Aufheben. So, Müffellinie. Naja gut, das ist halt nicht zu sehen. Fackel nehmen. Rennen. Oh, die ist ziemlich gut dabei. Nicht schlecht. Da ist ein Bär. Gut, dann machen wir jetzt direkt da drüben ein Feuer. Ja, es ist natürlich, hat natürlich nicht gereicht, um warm zu werden. Das ist klar. Die Fackel reicht leider auch nicht aus. Da ist noch eine Bartflechte. Ich meine, hier brauchen wir sie nicht. Ausgerechnet. Hier sind es nur noch 3 Vögel. Ist das ein Indikator, wie viel weniger Tiere das sind? Weil es ist mir schon früher aufgefallen, dass es nur noch 3 fliegende Vögel sind. Und es waren ja mal eigentlich 4, so wie es ja zum Beispiel im Schleicher zu sehen ist. Ja, ich werfe auch das Fleisch gleich ab. Das, ich transportiere es jetzt erstmal nur hierher. Mir geht es jetzt erstmal nur darum, halt das Feuer herzubekommen. Also, Feuer machen. Und auf geht's. Sehr schön, dann kannst du die Fackel hier direkt dazu tun. Ja, das müsste die sein, genau. Jetzt mal die Stöcke drauf. Gut. So, die wieder hier. Da packen wir die jetzt erstmal drauf und wärmen uns mal auf. So, einen behalte ich halt immer. Das ist mein Reserve. So, das braucht noch einen Moment. Dann gucken wir mal, ob hier was ist. Ach, Leute. Ist das nicht toll? Ach, das ist doch zum Kotzen. Ich habe das Brecheisen drüben gelassen. Aber den Schlafsack mitgenommen. Ja, super. Ich würde sagen, wir lassen das mal an zwischendurch. Rennen vielleicht mal rüber zu der... So leicht wie möglich halt. Zur Höhle und holen das Brecheisen her. Weil da will ich jetzt schon reingucken. Das hilft ja nichts. So, dann würde ich sagen, dann kochen wir erstmal noch ein Pott Wasser. Heute geht sowieso nirgendwo hin. Machen uns auch dabei warm. Das Feuer steht bei 4, 5, 2. Steht das hier auch irgendwo? Ja, es gibt hier einen Punkt, wo es da steht. Schön. Direkt neben... Nee, Quatsch, das ist Wasser. Ja, das ist nur bei den Fischeröfen. So, verstehe ich jetzt ja nicht, aber gut. Ah, super. So hält man es doch aus. Ja, jetzt geht es natürlich direkt auf Holzjagd hier. Mal gucken, ob da noch irgendwas liegt. Nur die Bretter. Wie lange brauchen die? Was geben die? 6 für 39. Temperatur ist minus 10. Ist zu kalt. Gibt es eigentlich auch Windschatten irgendwo? Ja, hier. Wie ist denn hier warm? Ach, das war der Windschatten, die minus 10. Na juhu. Ja, das ist natürlich leer. Ja, wie komme ich denn da drauf? So. Warte mal, wir sind hier im Wind. Achso, das ist Wind oder Windschatten, macht keinen Unterschied. Weil wir es blocken. Okay. 20 Minuten. Oder 13, wir sparen uns 7. Gut, das war jetzt aber kein Riesenhit. Dann würde ich mich erstmal nochmal aufwärmen. Ach, guck mal, da liegt noch eine Kohle. Die Frage, ist die neu gespawnt oder ist die,
noch da gewesen vom letzten Mal? Das weiß ich nicht. So, dann schmeißen wir das gleich mal drauf. Halt. So, wärmen uns kurz auf. Ich würde sagen, wir haben noch Zeit. Wir gehen noch nicht pennen. Wir müssen noch ein bisschen aushalten. Aber wenn es jetzt noch nicht so kalt ist, dann machen wir das. Dann holen wir uns das. Das sind 3 Stunden Feuer. Ja. Ah, es hat gereicht. Ach, guck mal, hier sind nochmal welche. Das ist ja der Hammer. Ja, jetzt wird es aber kalt. Schon minus 12. Das ist zwar immer noch okay. Das ist immer noch okay. Okay, komm, direkt drauf. Ich meine, wir müssen das Feuer eh hochziehen. Ja, jetzt wird es aber... Das ist jetzt wahrscheinlich zu kalt da draußen. Ich kann ja mal gucken, was es im Wind sich anfühlt. Nö, ist immer noch minus 12. Naja, solange es so neblig ist, ist es fast egal. Ja, meine Gute, ich würde gern 9 Stunden schlafen, nur dass du Bescheid weißt. Ah, es ist aufgeklart. Ist die Temperatur gleich gesunken. Nö, es geht. Ja, okay. Also minus 12, minus 13 ist gerade so. Jetzt 40 Minuten aus, okay. Alles klar. Achso, wir haben nichts rein, okay. Ich wollte gerade sagen, hä? Ja. Ach, wir brauchen 9 Stunden, Leute. Wir brauchen 9 Stunden. Okay. Dann, kommt mal, wir machen nur noch 1 Liter. So, jetzt mal warm. Jetzt rennen wir. Das Beil muss ran. Wobei, nee, warte mal. Solange kein Wind weht und es ist tatsächlich echt erstaunlich windstill, halten wir das aus. Ist schon fertig. Ja, der Ofen. Na, der reicht. Ist lang genug. So, wie viel Wasser haben wir jetzt schon wieder? 5,5 Liter. Na, dann trink mal was. Gut, alles klar. Den Rest, den schmeißen wir direkt wieder raus. Und, dann kochen wir einfach noch 1 Liter. Halt, das reicht. Ja, also schaffen wir die 9 Stunden jetzt. Das ist kein Problem dann mehr. Ja, komm, wir machen die 20 Minuten. Könnte ich immer die Axt verwenden. Ja, nicht mehr so wirklich viele Wetzsteine. So. Wie viel kriegt man da noch drauf? Halt. Okay. Ah, komm, ein bisschen noch, ein bisschen noch. Mehr als 9 Stunden werden wir nicht schlafen. Ja, sehr schön. So, jetzt passt das auf jeden Fall. Wasser ist fertig, wunderbar. Ja, die 11 Stunden, das ist gar kein Problem. So, Futter, das wird nicht reichen. Warte mal, wir nehmen mal das kleinere Stück. Genau. Ja, den Schlafsack statt den... Naja, jo, das war wieder total intelligent. Aber gut, den Schlafsack sollte man eigentlich immer dabei haben. Das ist schon richtig. Okay, das heißt, renn damit. Und Wasser. Und in 9 Stunden, meine Gute. Gute Nacht. Ja, da ist es schon wieder morgens. Ist es schon wieder neblig? 31 Grad gefühlt, der Hammer. So. Sollen wir den Schlafsack mitnehmen? Ich meine, eigentlich sollte man ihn dabei haben. Hier liegt eine Säge. Achso, die haben wir abgelegt. Ich wollte gerade sagen. Hier liegt eine Säge. Was ist das? Ach, das ist ein Stück Fleisch, okay. So, der Ofen steht immer noch bei 7 Stunden. Der hat nur ein paar Stunden abgenommen heute Nacht. Das ist ja geil. Ja, unter den Umständen kann er natürlich hier bleiben. Wir, so frisch wie wir jetzt sind und so relativ leicht wie wir jetzt sind. Warte mal, die Kohle, die kommt noch mit ab. Die 9 Stöcke, die nehmen wir halt mit. Das ist unsere Notration, sag ich mal. Ja, wir müssen wahrscheinlich die Kleidung mitnehmen. Es hilft nichts. Okay, ich lasse mal das Beil da. So. Und ansonsten 18 Kilo. Dann würde ich sagen... 7 Stunden Zeit. Das sind wahrscheinlich bis heute Abend. Ja, so lange brauchen wir nicht.
Es ist natürlich jetzt arschkalt und deswegen müssen wir jetzt halt auch fett Gas geben. Aber ich will das Brecheisen holen. Es klart auf, Leute. Das ist gut. Ich dachte, es wird noch nebliger, aber das hat sich dann erübrigt. Dann sollte man das relativ unbequem schaffen, relativ bequem schaffen. Wir werden uns in der Höhle auch dann erstmal aufwärmen können müssen. Das hilft nichts. Ja, es ist relativ früh morgens. Das ist aber okay. Komm, Mädel, auf! Die Temperatur bis 21 Grad, das geht. Für morgens, das ist nicht wirklich kalt. Und jetzt kommt auch direkt die Sonne raus. Das ist gar nicht so schlecht. Da drüben ist ein Wolf. Das ist anscheinend noch ein Hirsch. Den Krähen nachzuurteilen. Interessant. Komm, Mädel. Es ist aber bewölkt. Es ist zwar aufgeklärt, aber es ist bewölkt. Das heißt, es wird nicht so warm. Es wird zwar schon dann wärmer, aber jetzt nicht extrem. Nicht so, dass man da sagen kann, naja, das wird mopsig heute. Eher nicht, wenn nicht die Sonne rauskommt. Das ist wieder so ein tendenzielles Wetter für den nächsten Blizzard. Ja, wir müssen uns dabei aufwärmen in der Höhle. Das hilft nichts. Wir haben uns komplett wiederholt. Muss halt wirklich, wenn man sehr defensiv rangeht und sich ein bisschen mit der Karte auskennt, das muss man auch dazu sagen. Und ich habe, um ehrlich zu sein, mir natürlich auch nochmal die von der Whiteberry angeschaut, weil ich sie ja dann doch nicht mehr so gut kannte. Um zu gucken, wo man lang kann, wo man lang sollte. Und deswegen habe ich dann erstmal geschaut, wie sieht es mit den Wölfen dort aus? Wie viel sind das? Wo gehen die hin? Aber bei dreien, das ist vor allem, die sind ja nicht so unterwegs. Ja, wie im Story-Modus. Hm? Vor ein paar Tagen, von ja, wahrscheinlich inzwischen fast eine Woche. Nee, nicht ganz, aber vor einer knappen Woche. Oder dieses Dreiergespann da rumgelaufen ist. Die waren ja mehr oder weniger im Gleichschritt, sag ich mal. Aber das schaffen wir, das ist gar kein Problem. Sehr schön. Komm, Mädel. Ja, der Wind nimmt wahrscheinlich auch die Welt ein bisschen zu. Dann wird es erstmal kälter. Gut, aber ein paar Prozente verlieren, das ist ja nie so dramatisch. Das hält sehr aus. Ich frage mich, ob man die Pilze mitnimmt. Ja, wegen halt Kalorien. Warte mal, wir haben ja noch ein bisschen Temperaturdepot. Dann sammle ich die jetzt auf, bevor wir uns aufwärmen. Eine Tanne. Weil dann muss ich ja nicht nochmal rein und mich nochmal aufwärmen. Und ja, ich habe in der letzten Folge eine Leiche übersehen, da wo wir den Schneeschelter gefunden haben. Aber ich nehme an, dass wir da auch wieder zurückgehen. Und dann kommen wir da wahrscheinlich auch wieder vorbei. Was ist das? Steinchen. Das Brecheisen. Tja, ich dachte, wir hätten ihn schon aufgehabt, aber wir hatten damals tatsächlich anscheinend kein Brecheisen. Ja, genau. So. Gut. Okay. Echt, ist das nur so, ist das so kalt? 7 Grad, das ist natürlich nicht sehr warm. Ah, da brauchen wir echt lang, alter Schwede. Naja, wir haben aber nichts. Wir müssen jetzt erstmal leer laufen. Das ist auch nicht so schlimm. Wir müssen nochmal warten. Es wird ja auch wärmer. Komm, nur mal ganz kurz. So. Aufstehen und rennen. Aha, eine Scheibe da oben. Wunderschön. Der Wind weht jetzt in die andere Richtung. Das ist natürlich praktisch. Ja, die Pilze nehme ich trotzdem nicht mit. Es ist einfach zu viel.
Aber ich muss doch jetzt auch nicht am Jägerversteck vorbei, weil, ja, wir sind da schon vorbeigelaufen. Ja, wir sind da schon vorbeigelaufen. Ich sehe immer noch diese Struktur links. Was ist denn das? Das ist doch kein Baum. Sehr merkwürdig. Aber vielleicht haben wir ja Zeit, uns das mal anzuschauen. Und vielleicht sollten wir dann auf dem Rückweg an dem Turm mal vorbeischauen. Halt, wir müssen hier rüber. Das wäre merkwürdig. Es zuppelt halt. Also es muss irgendwas Dünnes sein. Es ist so rotbräunlich. Es erinnert mich halt so an den Turm. Der sieht ja auch so ähnlich aus. Deswegen gucke ich halt immer wieder rüber. Ist das ein Turm? Ist das ein umgeknickter Turm? Sieht so aus. Interessant. Ja, das müsste man sich mal anschauen. Aber da hinten sind leider auch Wölfe. Aber man kann sich das ja trotzdem anschauen. Ich meine, wir haben jetzt erstmal eine ganze Weile Holz da liegen. Wir haben ja auch die Kohlen. Also ich meine... Das ist ja hier, der Ofen zählt ja wie ein Outdoor-Ofen und das ist wohl dann doch im Interloper so. Ich weiß nicht, es war doch nur in der einen Höhle so ganz im... Das war in der Seeausblick-Höhle. Und das war ja auch die, die wir direkt nach dem Update hatten. Und dann dachte ich halt, sie hätten das halt so gefixt, dass du im Interloper halt keinen Outdoor-Feuerbonus hast. Aber das ist wohl nur in der einen Höhle so, weil das wird in jeder Höhle separat manuell gesetzt. Oder wie sie sagen, von Hand gesetzt. Persönlich finde ich sowas immer sehr fragwürdig, wieso man alles von Hand setzt. Man muss jetzt nicht alles über Algorithmen machen, das nicht, aber von Hand ist ja... Ja, der Wolf ist halt relativ... Aber das noch... Ja, vergiss es. Nee, kein Risiko. Dann verzichten wir lieber. Wahrscheinlich ist das ein Hirsch. Aber wenn der Wolf so nah ist, das Problem ist ja, man ist ja dann auch müffelig. Und ich mache nicht nochmal ein Feuerchen. Da ist auf jeden Fall nicht. Wo ist er denn? Der Wolf. Da ist er. Ist er da? Ist er da? Da, an der Stelle. Ein Steinmännchen steht hier. Wo sind denn die Krähen? Oh toll, der Wolf ist da drüben. Ja, dann ne Tschüss. Nee. Nee. Der ist ja direkt daneben. Das muss ich mir dann doch nicht antun. Komm, Bogen weg. Ja, das ist tatsächlich ein Turm. Jetzt sieht man das besser. So weiß-rot. Interessant. Okay. Er ist wärmer geworden. Minus 16 Grad, das merkt man dann auch doch an den Prozenten. Den Temperaturprozenten in dem Falle. Krass. Das ist natürlich schon spannend. Da liegt da noch ein Hirschkadaver da unten. Aber ich denke, ich gucke mir das mal an. Ich gucke mir das an, sie nicht. Doch. Ja, aber da kommst du so nicht rüber. Da musst du halt wahrscheinlich... Ja, du musst da oben lang. Vergiss es. Ich weiß auch nicht, weil du die Eisfläche, die hier ist, da wo der Punkt ist, da ist auf jeden Fall brüchig. Das ist definitiv sicher. Ja, natürlich. Oh, die schönen Birken. Ich persönlich mag Birken. Ja, das stimmt. Aber wir sind gleich im Ofen. Dann schnappen wir uns mal den Hammer und dann werden wir vielleicht auch mal zu Gange sein. Prozentetechnisch sieht bisher super aus. So, den nehmen wir uns. Und haben wir eigentlich Hunger? Ja, wir haben Hunger. Dann esse ich jetzt nichts. Ja, weil sonst müsst ihr den ganzen Tag essen. Da habe ich jetzt keinen Bock dazu. Vor allem, wenn wir auch rennen. Das ist ja auch noch so die Sache. So, wir sind auf 78 Grad.
Das heißt, mit zwei Stöcken müssten wir eigentlich ans Maximum kommen. Genau. Dann brauchen wir 1, 2, 3. Dann sind wir, Moment, dann sind wir jetzt auf 140. Jetzt müssten wir dann eigentlich hier. Was, wie hoch muss man? 150. Genau, dann müssten ja eigentlich 4 Kohlen schon reichen. Wir waren aber eine ganze Weile weg, alter Schwede. Wir waren 4 Stunden weg. Ja gut, wir haben halt bestimmt 1 oder 3 Viertelstunden lang gewartet. Das darf man ja nicht unterschätzen. So, hier machen wir einfach nochmal 1 Liter Wasser. Und dann machen wir einfach schon mal 2 Pfeilspitzen. Die Beil- und Messergeschichten, die mache ich später. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Wir kümmern uns jetzt erstmal um dieses das Beil. Das Schöne ist, wenn man halt 58 Grad gefühlt hat. Echt? Mehr nicht? Obwohl der hier 137 Grad hat, sind das nur 58 Grad gefühlt? Das kann man mir gar nicht vorstellen. Natürlich. Naja, jetzt können wir. Sehr schön, ab geht's. Wahrscheinlich haben sie das limitiert, ja, natürlich. Wahrscheinlich. Trink mal was. Okay, dann nimm mal das Wasser auf. Und wirf es am Stück wieder ab. Damit wir da nicht zu viele Flaschen haben. So, jetzt wollten wir hier reinschauen. Ja. Der Weg hat sich echt gelohnt. Hervorragend. So würde ich sagen, Leute, in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir zu dem Turm kommen. Es schneit sich zu, das heißt, der nächste Blizzard steht an. Vielleicht schaffen wir das ja noch davor. Mal gucken. Ja. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns in der nächsten. Macht's gut.